Die Villa Hera hier in Istrien, in Kroatien. Ganz super schön sieht sie aus und ich zeige euch gleich im folgenden Mal, wie es von innen aussieht und was die Villa alles zu bieten hat. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Das hier also die Rückseite des Hauses mit dem Parkplatz. So sieht hier die Gegend aus. Rückwärts, also rückseitig des Hauses. Und da kommen wir zum Garten. So, dann gehe ich mal rein. Welcome. Dieses Haus ist halt die Villa Hera. Geeignet für 6 Personen. Schön kühl klimatisiert. Draußen sind es knapp 35 Grad und hier mal ein kleines Klöchen. Sehr sauber alles. Persönlich wurden wir hier auch in Empfang genommen. Dann haben wir ein Schlafzimmer mit 2 Betten und einem Kleiderschrank. Es geht weiter in ein Zimmer mit einem Doppelbett. Genug Schränken. Nächstes Schlafzimmer. Auch schön groß. Und dann zur linken das Bad. Große Dusche, Regendusche, eine Waschmaschine und auch hier der große Flur. Klimaanlage haben wir hier. Wohnzimmer mit einer sehr großen Couch. Fernseher, uns wurde gesagt, hier ist auch Netflix offen für uns. Dann hier die Sitzmöglichkeit. Der Kühlschrank, die Küche, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Backofen, jede Menge. Teller, Töpfe, also da ist wirklich alles hier vorhanden und auch, das hat er eben gezeigt, genug Gewürze und so weiter und so fort. Es gibt dazu noch ein WLAN, es hat einen Akku, das kann man auch, so, auch mitnehmen, an den Strand, wenn man das möchte. Und ja, jetzt geht's mal zum Pool. So, hier ist ein Kamingrill. Ein Trampolin, Rutschturm, Schaukel, die Terrasse hier draußen, genug Platz für 6 Leute und der Pool mit dieser herrlichen Aussicht. Ich gehe mal hier runter. Mögliche Sitzmöglichkeit hier. Hier 6 liegen und für die Privatsphäre kann man hier was rausziehen bis da vorne. Dann sieht der Nachbar auch nicht alles, aber ob wir das brauchen. Wir werden sehen, es gibt hier eine Dusche. Das ist der Pool. Ich weiß gar nicht, wie groß. Ich würde mal schätzen 4x10 knapp. Und das ist die Aussicht. Die ist nämlich super schön hier über die Berge. Die Sonne geht links auf und geht rechts unter. Und das ist das Schnuckestück. Richtig schön. Was wir auch bekommen haben, ist hier zur Begrüßung ein kleines Begrüßungsgeschenk und frisches Obst. Und als Geschenk haben wir bekommen ein Lavendelduftsäckchen für den Kleiderschrank. Ja, und so sieht es dann hier im Dunkeln aus. Wir haben die Schirme eingeklappt. So ist die Umgebung. Da hinten ist gerade Sonnenuntergang. Die wird dann morgen früh wieder hinter den Bergen aufgehen. Das war der Rundgang. Ein wirklich sehr schönes Haus, wo ich euch jetzt noch mal ein paar Luftaufnahmen zeige. Also einmal das Haus aus jedem Winkel und natürlich auch die dazugehörige Umgebung.
Fußläufig 10 Minuten vom Haus entfernt befindet sich ein kleiner Supermarkt. Hier bekommt ihr zumindest auch morgens frische Brötchen und auch sonst, was man fürs Tägliche so benötigt. Die nächsten größeren Supermärkte sind dann ungefähr 15 Autominuten entfernt. Zum nächstgelegenen Strand sind es auch ungefähr 15 Autominuten. Es gibt natürlich noch weitere Strände und es gibt natürlich viele, viele Ausflugsziele. Insgesamt liegt das Haus hier ein bisschen abseits, aber das ist auch schön. Es ist schön ruhig und man kann von dort super starten zu diversen Tagestrips. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.